herzlich willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Der Biki und ich, wir waren heute im BIM und im Mikros hinten beim Kagejack. Warum wollte ich da hinfahren? Weil dieser BIM groß, geräumig ist und wenn ich da was brauche von den Angeboten, dienstags oder freitags, fahre ich gerne dorthin. Aber jetzt mittlerweile gibt es da auch nicht immer wieder alles, weil viele Leute haben das wohl rausbekommen und viele Leute mögen wohl langsam auch diesen BIM da hinten. Der ist so schön geordnet und so. Jetzt aber zum Thema. Sonnenblumenöl war im Angebot. Ne? 5 Liter, 179 Tele. Jetzt fragen viele, was machst du mit so viel Sonnenblumenöl? Ja, Leute, jetzt im Winter bin ich viel drinne. Boah, okay, außer mit dem Hund gehe ich Gassi, ne? Aber sonst, ich bin ja nicht am Strand und so. So, da werden Porchak gebacken, da werden Quarkbällchen gebacken. Jetzt haben viele, hä, Quarkbällchen? Nee, ich kaufe nicht diesen teuren Quark, Labne. Leute, ich benutze Labne anstatt Quark. Wir gehen weiter rum im BIM. Dieses Öl für 179 Tele stand schon direkt vorne, ne? Wenn man reinkommt bei den Angeboten, gehen rum. Ich sag, Bekir, jetzt lacht nicht, es sind nur ein paar Tele, aber trotzdem, die Tele lappern sich hier zusammen. Ich sag, guck mal, das sind auch 5 Liter, ist nicht im Angebot und kostet 175, glaube ich, oder 74 Tele. Ich sag, komm, dann tauschen wir. Ne? 4 Tele haben oder nicht haben oder 5 Tele haben oder nicht haben, ist egal, wir tauschen. Sagt er ernst jetzt? Sag ich, ja, wir tauschen. Ich sag, Tele hier, Tele da und auf einmal sind 500 Tele extra weg. Gut, wir bezahlen, gehen im Mikros, weil die hatten zwei Sachen nicht, die ich brauchte dort. Sag schon, im BIM sind wir dann im Mikros, ist ja auch so eine Überdachung schön da und gehen da rein. Wir kommen rein, so eine Dings da aufgebaut, Sonnenblumenöl, ne? Ich sage, ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Da waren 5 Liter, eigentlich ist ja Mikros immer teurer mit allem, ne? Da waren 5 Liter, 169 Tele. Das hat mich schon ein bisschen gewurmt, ne? Hat mich wirklich gewurmt, ich wollte erst zurückgehen. Ehrlich, ich wollte wirklich zurückgehen, ist ja direkt nebendran. Aber ich sage, na los, komm, dann lassen wir es. Dann haben wir dort unsere zwei Sachen, die uns gefehlt haben, gekauft und sind dann auch nach Hause gefahren. Aber weil mich das jetzt so gewurmt hat die ganze Zeit, dachte ich, ich erzähle euch davon. Muss gleich auch nochmal raus mit dem Hundi, alle 2 Stunden. Ist ein Welpe. Wie wir zu ihm gekommen sind, weil ich wollte keinen Hund mehr, weil ich musste Coco ja weggeben, weil die Arme so anhänglich war. Die hat ja nichts getrunken und gegessen, wenn ich nicht da war. Auch wenn Tarek und Beke da waren. Ich wollte keinen Hund mehr, weil ich bin ja diejenige, die sich immer beschäftigt. Ich hatte wirklich Angst, dass dieser Hund dann auch so anhänglich wird. Erzähle ich euch aber wirklich mal von Anfang an, weil das war, es war ganz komisch. Und er ist jetzt circa 3 Monate alt, müsste er sein, hat der Arzt so geschätzt. Als wir ihn gefunden haben, war er sehr wahrscheinlich noch nicht mal 2 Monate alt, weil er hatte noch gar nicht alle Milchzähne und. Erzähle ich euch aber ein anderes Mal. Jetzt im Anhang das Video vom BIM. Ne? Ich habe ja mehrere Abschnitte. Ich werde da auch noch mal extra drauf reden, weil Beki und ich, wir haben uns unterhalten, weil ich dann aufgenommen habe über ganz andere Sachen. Und wenn ich was vom Mikros aufgenommen habe, hänge ich euch das hinten auch noch mal dran. So, euch wünsche ich allen einen schönen Tag. Es soll ja in Deutschland jetzt ab morgen richtig Schnee kommen. Anscheinend gibt es auch da so eine Warn-App, nenne ich es mal, diese SMS. Unser Sohn hat nämlich eine bekommen. Euch einen schönen Tag. Ihr bleibt alle gesund. Eure. Diese Aufnahmen sind vom 16. Januar 2024. Diese Kekse sind wirklich der Hammer. Da sind 5 Pakete drin, 37 Tele, paar zerquetschte geht. Sag ich mal, schmecken unwahrscheinlich lecker. Da habe ich euch dann aufgenommen. Dann könnt ihr mal gucken. Die hatten verschiedene Sachen im Angebot. Das ist alles das, was ab heute im Angebot war. Linsen, Reis, die Hauptnahrungsmittel sind ziemlich günstig. Hier das türkische Nutella. Oh, das ist mein Favorit. Ich liebe diese Firma. Und für das große Paket, glaube ich, war 62 Tele, ging voll. Hier sind diese Frühstückspops gewesen.
Die Kekse sind auch der Hammer. Da waren dann 2 Stück gleich drin. Die waren auch im Angebot. Pudding, und ich brauchte unbedingt Vanillepudding. Und Bim hatte absolut kein Vanillepudding. Nudeln wieder im Angebot. Die waren sogar noch ein bisschen günstiger, die Nudeln. Und das ist, wie gesagt, heute 16. Januar, wo wir das aufgenommen haben. Nicht, dass es heißt, ah, die Preise sind wieder von vor 2 Jahren. Nein, es ist nicht so. Ja, da oben war, glaube ich, auch jetzt eben Milka-Schokolade. Oh, die habe ich mir geholt. Das sind wie türkische Oreo-Kekse. Und die sind einzeln verpackt. Ich finde das immer blöd. Milka war im Angebot. Wie man sieht, 16 Tele 50. Und, aber wir kaufen ja keine Milka. Ihr wisst ja, warum wir keine Milka kaufen. Da sind die Fake Toffifees, wo ich finde sogar, die türkischen schmecken besser wie die aus Deutschland jetzt Toffifee-mäßig. Auch Reinigungsmittel sind im Angebot. Hier waren wir im Joghurt und also im Kühl. Abteil Joghurt und Käse, weil ich nach Labne gucken wollte. Ja, da habe ich meinen Finger mal wieder in die Kamera gehalten. Ich habe dann gesucht und gesucht. Die hatten das auch, aber nicht. Also die hatten nur kleine Pakete. Und ich möchte ja einen Käsekuchen backen. Und deswegen sind wir dann zum Migros gegangen, weil wir da dann ein großes Paket kaufen wollten. Weil der Unterschied war jetzt nicht so extrem. Im Migros hatten die auch viele Sachen im Angebot, muss ich sagen, auch Sahne und so. Ja, das ist extra für Simmet. Das ist, wie sagt schon, nicht Frischkäse, sondern Sahnekäse. Schmeckt unwahrscheinlich lecker. Gibt es aber auch in viel, viel günstiger. Von der türkischen Wurst bin ich immer noch nicht so überzeugt. Türkischer Käse muss jetzt auch nicht unbedingt so sein. Aber manchmal, wenn man dann Überbackenes oder so macht, die haben sogar Bezell-Margarine da. Wir holen aber immer andere Margarine. Seht ihr, die kleinen Pakete Labne. Das hat sich wirklich nicht gerechnet, wenn ich die klein geholt hätte. Ich brauchte ja unbedingt, ich brauche ja 1 Kilo wie Magerquark. Und ja, also haben wir das dann im Migros geholt. Ja, die Gewürze sind auch immer, finde ich, im BIM am günstigsten. Und die haben auch die kleinen Pakete, die passen in meinen luftdichten Dingern rein, wo ich dann extra habe, wenn jetzt auch Sommer ist und so, damit sich keine Motten oder irgendwelche Viecher, benutze ich immer die so luftdichten Dinger. Ja, die haben eigentlich immer viel. Auch Mais in Dosen mache ich immer gerne in meinen Salaten und so rein. Babynahrung ist mir aufgefallen, finde ich in der Türkei richtig teuer. Hier wieder Nudeln. Ich sag mal immer, die Hauptnahrungsgrundmittel sind in der Türkei noch günstig. Jetzt Migros, der Kaffee Boah, ist Leute, der guckt euch mal Hammer, den was der Kaffee kostet. von Chibo Barista. 800 Tiere. Das ist der Hammer, oder? Alles.